Hallo, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Bag-Review-Haul-Video. Wenn ihr mir auf Snapchat folgt, habt ihr gesehen, dass ich vor ein paar Tagen in Hamburg war und ich da mal nicht umher konnte, als mir einen ganz, ganz großen Traum zu erfüllen. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, ich liebe die Marke Louis Vuitton. Ich habe schon ein, zwei Produkte von der Marke und ich muss sagen, ich liebe sie so, so sehr. Ich finde es so toll, ich finde es so zeitlos, ich finde es so elegant und classy und schick. Es gab jedoch schon seit Ewigkeiten eine Tasche, die ich mir extrem dolle gewünscht habe, aber mir immer gesagt habe, nee JJ, komm, das muss nicht sein. Du findest auch irgendwas anderes, eventuell was günstigeres oder so, aber ich habe es jetzt einfach getan. Ich habe in den sauren Apfel gebissen und den Preis bezahlt. Ich habe eine neue Louis Vuitton-Handtasche. Da bei Snapchat und Twitter so viele von euch gesagt haben, oh mein Gott, JJ, warum hast du so eine große Tüte von Louis Vuitton? Was ist da drin? Zeig her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und mein letzter Louis Vuitton-Haul auch sehr gut bei euch ankam, habe ich mir gedacht, auch dieses Mal machen wir es wieder so. Ich zeige euch mein neuestes Schätzchen und meine neueste Errungenschaft. Ich würde sagen, ohne dass ich euch noch länger warten lasse, let's do this. Go. Also das hier ist die Tüte. Ihr seht, groß. Ja, also das Bild ist fast komplett ausgefüllt. Das werden wir jetzt mal hoffentlich ändern. Das hier ist der Karton. Ich habe mir nicht wirklich sinnvoll überlegt, wie ich sowas Großes hier in die Kamera halte. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Der Karton ist wie bei Louis Vuitton immer sehr, sehr schick hier verpackt mit so einem kleinen Lederband drum und hier noch so einer kleinen Karte. Ich weiß gar nicht, steht da irgendwas Spannendes drin? Ich komme mir echt blöd vor. Komm raus. Hey, keine Karte. Nur der Anhänger. Als ob ich die Tasche verschenke. So, das Band ist ab. Machen wir die Box mal zusammen auf. 3, 2, 1. Oh, vergessen. Staubbeutel. Das hier ist der klassische Louis Vuitton Staubbeutel, in dem man seine Tasche oder Portemonnaie oder Kalender oder was auch immer eigentlich immer aufbewahren sollte. Wenn es halt irgendwas ist, was man nicht täglich benutzt und halt eher für besondere Gelegenheiten rausholt. Ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass man sich um so eine Tasche sehr, sehr gut kümmert. Das heißt, wenn man irgendwie weiß, okay, ich trage sie jetzt die nächsten 4, 5 Wochen nicht oder auch 3 Wochen, keine Ahnung, dann tut man sie halt eben fix in diesen Staubbeutel und dort ist sie geschützt und schön und bleibt so wie sie ist. Machen wir das Ganze mal auf, denn darum geht es ja eigentlich bei diesem Video. Und jetzt kommt sie, die große Überraschung. Was für eine Tasche ist es? Ja, Bullshit, ihr habt den Titel schon gelesen. Okay, keine Überraschung mehr. Naja. Das hier ist sie, meine neue Louis Vuitton Neverfull Monogramm. Monogramm bedeutet bei dieser Tasche, dass es halt das Monogramm Louis Vuitton Muster hat. Es gibt das Ganze halt auch noch in so einem Schachbrettmuster, das heißt den Damier, Damier Eben und Damier Azul oder so. Dann ist es halt entweder braun, dunkelbraun oder weiß, bläulich-grau. Ich habe mich bei dieser Tasche dazu entschieden, das Klassik-Monogramm zu nehmen. Und es gibt in verschiedene Farben. In der GM-Größe. GM steht für Grand Modell, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall PM, MM und GM. PM ist Petit, MM ist Medium, keine Ahnung. Und G ist halt groß. Die GM gibt es im Monogramm mit zwei verschiedenen Innenfutterfarben. Einmal so ein Magenta, Rosa, Pink, irgendwie, ja, schon irgendwie Magenta. Und Beige. Ich habe mich für Beige entschieden, weil ich halt einfach finde, das ist zeitloser und schlichter und kann man mit mehr Sachen kombinieren. Bei der Louis Vuitton Neverfull ist es so, dass wenn man sie sich kauft, man noch diese Pochette dazu bekommt. Das ist halt wie so eine kleine Extra-Tasche, die hier auch noch so mit so einem Benzel extra befestigt ist. Finde ich total cool, dass man halt in so einer großen Tasche noch probieren kann, ein bisschen mehr Ordnung zu halten. Und auch diese hier ist von innen im beigefarbenen Innenfutter, Muster, you know. Es gibt hier innen auch noch ein Innenfach, wo man halt sowas wie sein Portemonnaie oder so verstauen kann. Ich habe zu Beginn total hart hin und her überlegt, nehme ich jetzt MM oder nehme ich GM, also die verschiedenen Größen, die mittlere oder die große. Ich habe mich jetzt im Endeffekt für die große entschieden. Ich habe die halt im Louis Vuitton Store anprobieren können und ich muss sagen, bei meiner Größe, ich bin knapp 1,75 groß, ist halt die GM schon angebracht. Also ich finde, die MM würde auch gehen, aber von den Proportionen her fand ich es bei mir mit der GM einfach optisch attraktiver. Ich würde euch gerne einmal zeigen, wie das Ganze getragen aussieht. So sieht das Ganze dann halt getragen aus. Und man kann sie natürlich auch über die Schulter tragen. Ich
muss definitiv sagen, es ist eine sehr, sehr große Tasche, aber genau das habe ich gebraucht. Wenn ich unterwegs bin, möchte ich halt schon in der Lage sein, meinen Laptop reinzutun, eventuell Ordner für die Hochschule oder halt auch zum Verreisen, dass man seine Kamera, alle seine Wertsachen da drin hat. Finde es halt cool, dass man da immer gut Sachen reinschmeißen kann und wie der Name Neverfull schon verrät, ist sie nie voll. Meine Sales Associate, also die Verkäuferin im Louis Vuitton Store, hat mir erzählt, dass die Neverfull bis zu einer Belastbarkeit von 300 Kilo getestet wurde. Also so viel sollen diese dünnen, kleinen Henkelchen hier an und für sich aushalten. So krass schwer werde ich sie natürlich nicht belasten. Ich sehe sehr breit und muskulös aus und ich bin vielleicht auch kein dünner Hering, aber so viel kann ich nun auch nicht tragen. Ich freue mich auf jeden Fall mega, mega, mega mäßig, dass ich mir diesen Traum erfüllt habe und mir diese Tasche gekauft habe. Ganz ehrlich, ich glaube, ich wünsche sie mir jetzt schon seit über 3 Jahren. Und habe halt immer gesagt, nee, muss nicht sein, guck mal, das ist so viel Geld, was auch immer. By the way, dieses Video ist absolut gar nicht, um anzugeben nach dem Motto, oh mein Gott, ich habe mir eine Louis Vuitton gekauft, all fancy. So bin ich nicht, absolut gar nicht. Ich habe mir mit dieser Tasche einen Traum erfüllt und viele von euch haben halt gesagt, dass sie das gerne sehen möchten und dass ich wieder ein Haul drehen soll. Das habe ich jetzt mit diesem Video gemacht. Ich hoffe sehr, ich habe niemanden damit irgendwie persönlich angegriffen oder bin jemandem auf den Schlips getreten, denn das ist absolut nicht das, was ich wollte oder was meine Intention hinter diesem Video war. In meinem letzten Louis Vuitton Haul Video haben ganz viele von euch nach den Preisen von den einzelnen Produkten gefragt. Ich persönlich finde es blöd, einfach die Zahlen nur, um so einen Schockeffekt zu erzielen, rauszuhauen. Ganz ehrlich, wenn es jemanden so sehr wirklich doch interessieren sollte, was so ein Teil kostet, louisvuitton.com. Auf der Website stehen alle Preise und wenn es jemand wirklich so sehr auf der Seele brennt zu wissen, wie meine finanziellen Ausgaben sind, darf er oder sie sehr, sehr gerne dort nachgucken. Ich persönlich freue mich halt einfach nur total mega, dass ich sie mir endlich gegönnt habe. Es wird definitiv nicht mein letzter Einkauf bei Louis Vuitton gewesen sein. Es gibt noch so ein paar Artikel, die ich definitiv auf meiner Wunschliste stehen habe. Jedoch muss ich sagen, bin ich jetzt, glaube ich, fürs Erste erstmal wieder super gut ausgestattet. So, ich glaube, das ist alles, was ich fürs heutige Video zu erzählen habe. Ich hoffe unglaublich, dass euch dieses Unboxing-Video sehr gefallen hat. Falls es der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in diesem Video einen Daumen nach oben da lasst und einen lieben kleinen Kommentar unten in die Kommentarbox schreibt mit allgemeinen Videowünschen. Mir ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, so ein bisschen auf eure Videowünsche einzugehen. Wir haben jetzt den Drogerie-Make-up-Tutorial endlich mal den lang ersehnten Traum abgehakt und ich freue mich total gut, wie das Ganze bei euch angekommen ist. Wenn es noch andere Videowünsche oder so von euch gibt oder Ideen, was ich mal machen könnte, lasst es mich definitiv unten hier in der Kommentarbox wissen. Wenn ihr diese 2 Sachen abgehakt habt, bleibt nur noch eins. Das wäre ein Abo, dann haben wir das Triple Sack. Meine Lieben, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag.